Vallumnezia, das Tal des Lichts. Mitten in den Bündner Alpen liegt diese malerische Landschaft. Dank der sanft abfallenden Hänge scheint hier auch im Hochwinter noch die Sonne, wenn sie in anderen Tälern schon lange hinter den Bergspitzen verschwunden ist. Wer von Ilanz ins Vallumnezia einbiegt, der kommt früher oder später auch in der Ortschaft Vella vorbei. Schon seit über 40 Jahren ist das Tal des Lichts auch bei Wintersportlern ein beliebtes Ferienziel. Damals trug das Dorf noch den deutschen Namen Villa. Inzwischen hat sich aber die rätoromanische Bezeichnung wieder durchgesetzt. 1970 war es, als man sich dazu entschloss, von der 1200 Meter hochgelegenen Ortschaft in zwei Sektionen den Hezeckerkopf durch Seilbahnen zugänglich zu machen. Der Gipfel liegt auf dem Bergrad, der das Vallumnezia von der Surselva und dem Skigebiet Obersachsen trennt. Der Auftrag zum Bau der Anlagen in Vella ging an die Firma Habegger. Die Maschinenfabrik aus Thun erstellte hier zwei ihrer typischen fixgeklemmten Zweiersesselbahnen. Antrieb und Abspannung wurden jeweils in formschönen Holzgebäuden auf der Mittelstation Triel untergebracht. Auf Obersachsener Seite begann das Skigebiet in den folgenden 70er Jahren rasant zu wachsen. Unter anderem über eine lange Abfahrt vom PZ näher quer durch das Vallumnezia konnte auch Vella an das bestehende Skigebiet angeschlossen werden. Speziell auf der zweiten Sektion zum Hitzecken ergaben sich so schon früh massive Kapazitätsprobleme, die letztlich zum Ersatz durch eine kuppelbare Sesselbahn führten. 2005 erfolgte auch der Ersatz der ersten Sektion durch eine solche Anlage. Wieder handelte es sich um eine Konstruktion der Firma Doppelmeier mit Kompaktstationen. Auf der mit 1,3 Kilometern recht kurzen Strecke überwindet die Bahn 350 Höhenmeter und kann 1600 Personen je Stunde zur Bergstation befördern. Eine Besonderheit besitzt die Bahn übrigens. Um auf den im Frühjahr schneearmen Südhängen auch eine Talfahrt zu ermöglichen, besitzen die Sessel an der Außenseite Köcher für einen bequemen Skitransport.